Achtung, das ist eine Triggerwarnung. Im folgenden Film geht es um das Thema Vergewaltigung. Falls du selbst betroffen bist oder Hilfe benötigst, dann findest du Informationen zu Beratungsstellen in der Infobox. Du willst halt einfach nur, dass die Leute dich verstehen. Und du willst halt einfach nur, dass die Leute dich nicht schlecht angucken. Du wurdest vergewaltigt. Und jetzt glaubt es dir keiner. Das habe Lea erlebt, erzählt sie mir. Dann hört man oft Kommentare wie, wieso bist du nur nicht gegangen? Hast du nicht nach Hilfe gerufen? Wieso hast du dies nicht und hättest du mal das gemacht und so und so und so und so? Also in dem Moment hätten alle auf der Welt es besser gemacht als du. Das Problem, was viele nicht wissen, ist, dass man in so einen Zustand der Schockstarre kommt, dass du gar keine Möglichkeit mehr hast, was zu machen. Sie weiß, sie ist mit ihrer Geschichte nicht allein. Deswegen spricht sie jetzt zum ersten Mal öffentlich darüber, was ihr jemand angetan hat, dem sie vertraut hat. Sie will anderen Mut machen, sowohl Männer als auch Frauen sensibilisieren. Durch Leute, die auch so Männer pauschalisieren, durch, keine Ahnung, sexuelle Übergriffe, ach, ihr seid doch alle Vergewaltiger und sowas. Dadurch wird meine Glaubwürdigkeit genommen und das will ich nicht. Und gerade deswegen will ich aufklären. Für mich ist das ein heikles Thema. Fragt mal in eurem Freundeskreis, egal ob Männer oder Frauen, wer schon mal begrapscht oder sexuell belästigt wurde. Und wie viele das angezeigt haben. Von meinen Freunden haben viele so eine belastende Story. Angezeigt hat's keiner. Obwohl es mit dem neuen Sexualstrafrecht von 2016 möglich ist. Dazu später mehr. Lea wird mir von der schlimmsten aller sexuellen Übergriffe erzählen, der Vergewaltigung. Wir haben schon telefoniert kurz, aber gleich lerne ich sie zum ersten Mal persönlich kennen. Und ja, ich hoffe einfach, ich habe so viele Fragen und ich hoffe einfach, dass es mir gelingt, da irgendwie einen sensiblen Umgang mitzufinden. Da ist sie schon. Ja, noch lache ich. Später wird sie mir von ihren Flashbacks erzählen. Und wie schlimm es für sie ist, dass sie das, was sie erlebt hat, nicht beweisen kann. Hi, freut mich sehr, ja, mich auch. Dich zu treffen. Ey, mir ist so heiß, ich habe mir extra wenig an. Ich dachte ja, bei diesem Thema muss man so ein bisschen aufpassen, was man anzieht. Ne? Ja. Komischerweise, eigentlich ist es ja egal, aber irgendwie dachte ich so, ja, so geht man eher zum Strand. Aber es hat heute einfach 40 Grad und da dachte ich mir, ist ja auch eigentlich egal. Wir gehen nachher einfach an den See und dann halten wir ein bisschen die Füße ins Wasser und dann geht das auch. Lea ist 19. Vor 2 Jahren sei sie vergewaltigt worden. Hallo, ich bin Lilly, freut mich. Cool. Hallo, wer bist du? Ihrer Familie hat sie 1,5 Monate nichts erzählt. Ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wir frühstücken erstmal und lernen uns langsam kennen. Warum ist es dir so wichtig, darüber zu sprechen? Viele Leute denken ganz anders über solche Übergriffe, als wir das immer so vorgelegt bekommen. In so Filmen oder in irgendwelchen Büchern, da werden die Mädchen von der Seite in irgendeinen Busch gezogen oder so und es wird nachts und alles ist leise und und irgendein Fremder und man erkennt ihn nicht. Aber das ist so, es ist so vielfältig, wie das passieren kann, weil das kann jeder sein. Und das muss nicht nur ein Fremder sein. Und auch wenn du sagst, oh ja, ich habe den und den in meinem Freundeskreis so gerne, genau der kann das auch sein. Stimmt. Bei 85% der Vergewaltigungen besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen Täter und Opfer, hat mir eine Psychologin vom Bremer Notruftelefon erzählt. Aber wie grenzt du das ab, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung? Mit dem Verkehr an sich und vielleicht auch Oralverkehr, so dass, wenn man das ohne Einwilligung macht, ist das für mich Vergewaltigung. Berühre ich dich unsittlich und dir gefällt das nicht, dann ist das sexuelle Belästigung. Aber ich sage nicht, dass es weniger schlimm ist. Mhm. Hat, finde ich, genau denselben Stellenwert. Also dieses Eindringen in den Körper, ja, ist dann, wenn die Vergewaltigung anfängt. Ja, man merkt das auch. Also es ist ja nicht nur was Physisches. So, im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. So habe ich mich in dem Moment nicht gefühlt. Ich habe gefühlt, so okay, irgendwas ist weg, aber weil man es ja nie in der Hand hatte, weil es nichts Handfestes ist, kannst du nicht sagen, was es ist. So. Ist schwer. Ich finde, sowas ist einvernehmlich, wenn beide sagen ja. Und wenn einer sagt nein, und vielleicht sagt er auch nur einmal nein, weil er sich dann weichreden lässt, aber wenn einmal nein gesagt wurde, dann heißt das nein. Nein heißt nein. Seit 2016 gibt es ein neues Gesetz im Sexualstrafrecht. Ein Nein kann auch ein Hör auf sein oder ein Lass das. Oder eine Geste, ein Kopfschütteln zum Beispiel. Oder wie ich in Leas Anzeige bei der Polizei lese, ein Kneifen oder Weinen. Angezeigt werden kann auch ein Versuch der Vergewaltigung oder schon Grapschen.
Wer jemand sexuell körperlich berührt und dadurch belästigt, kann bis zu 2 Jahre verknackt werden. Was ist dir denn genau passiert? Du sagst mir auch, wenn ich zu stark nachfrage oder so, ja? Ja, keine Sorge, ich mach das. Also mir merkt man das immer ganz gut an, wenn mir irgendwas unangenehm ist oder so. Ich kann da ganz gut drüber reden, das ist eigentlich... Ihre Geschichte. Sie sitzen zusammen in einer Wohnung und schauen gemeinsam Fußball. Mit dabei sein Kumpel und ihre Freundin Hanna. Und eine Menge Alkohol. Irgendwann sei er dann übergriffig geworden. Und dann fing es an, dass der Hanna angepackt hat. Und dann meinte ich so, ey, das finde ich gar nicht so cool, dass du sie jetzt intim anfällst. Also er hat sie an Po gepackt. Und ich meinte so, nee, ich möchte das nicht, dass du ihr an Po packst, wenn du mit mir so toll bist. Das finde ich blöd. So, und die auch. Und da fing die ganze Chose an. Dann fing erst mal das Rumgebrülle an. Und dann ist er ausgerastet. Das nächste, was ich noch weiß, ist, wie ich stehe im Schlafzimmer und ich stehe so am Schrank und er steht so von vorne und hält mir hier so, also wirkt mich und zieht mich so hoch. Und dieser Moment, als diese Füße vom Boden weggingen, das hat sich angefühlt wie Achterbahnfahren. Hanna hat dann versucht zu intervenieren und zu unterbrechen. Und er hatte, ich weiß auch nicht, woher er das hatte, es war auf einmal irgendwie in seiner Hand. Er hatte ein Feuerzeug und dann hat er das Feuerzeug genommen, ungefähr so, hat Joe draufgebissen mit seinen Zähnen, dann ist es kaputt gegangen. Er hat die Reste auf Hanna gespuckt, hat also wirklich zu einer Faust die Hand geballt und auch Gesicht zu einer Faust geballt und sagt so, jetzt bin ich ready für dich, du Hure. Und springt so auf sie rauf, so, als, keine Ahnung, als würde er ihr gleich eine Bombe geben. Also so eine richtige, richtig harte Faust ins Gesicht und dann dazwischen gekommen und dann hat er erstmal versucht zu deeskalieren. Warum sind sie da nicht gegangen? Das werfen sich Lea und Hanna seither immer wieder vor. Lea hat seit dem Abend Angstzustände, erzählt sie mir, und bekommt Flashbacks davon, wie er sie wirkt. Seither habe sie ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität und zu Männern. Und ohne dieses Ding traut sie sich nicht mehr aus dem Haus. Also krass, der macht schon... Tut weh. Auf den Ohren. Wir laufen zum See. Dort wollen wir über den Rest der Nacht reden. Lea ist froh, als der Typ endlich im Bett liegt, denkt, wir schlafen jetzt. Morgen wird der Spuk vorbei sein. Dann hat er mich auf den Bauch gedreht und du musst dir vorstellen, ich lag so mit dem Arm hier unter meinem Bauch. Der einzige Arm, der frei war, war dieser hier. Und er lag so auf mir drauf. Und ich lag, wie gesagt, auf dem Bauch. Wie ein Kartoffelsack. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu wehren, als mit diesem Arm. Und das Einzige, was ich gemacht habe, also ich glaube, ich habe so 3 Stöße, bam, 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 und dann hat es aufgehört. Weil ich habe Aua geschrien, ich habe geweint, aber so, es war mehr so ein kurzer Aufschrei. Es ist nicht so, dass du sagst, Aua, und jetzt lass das doch mal, und Mano, sondern du kannst, es kommt nicht viel aus dir raus, außer so ein Schmerzschrei. Das kommt von ganz reflexartig aus deinem Körper einfach raus. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe hinter mich gegriffen und so lange in diese blöde Arschbacke gekniffen, bis er aufgehört hat. Und dann bin ich sofort aufgesprungen und bin ins Bad und habe mich eingeschlossen. Und ab da ist schwarz. Weiß ich nicht mehr, was dann war. Ist er in dich eingedrungen? Ja. Anal. Ja, das ist schwer. Wir nehmen die Kamera runter. Lea bricht auf einmal ein. So, das ist einfach klar. So, das ist ein Mord, es ist so schwer. Sie ist aber einverstanden, dass wir weiterfilmen. Du findest keine Worte, um deine Gefühle zu erklären. Und du suchst immer wieder neue und immer wieder haben die Leute das Gefühl, du versuchst dich einfach nur zu rechtfertigen. Darf ich dich drücken? Aber du machst es halt gar nicht, weil du willst halt einfach nur, dass die Leute dich verstehen. Und du willst halt einfach nur, dass die Leute dich nicht schlecht angucken. Das ist so schwer, jemanden zu finden, der das versucht nachzuvollziehen. Es ist so schwer, du findest niemanden, der versucht, das nachzuvollziehen. Niemanden. Du weißt nicht, wie oft ich aufwache in so einem Zustand und einfach heule, weil es einfach so ist, weil man sich einfach schlecht fühlt. Weil man auch, irgendwann sieht man auch, wieso stehe ich denn auf? Ich bin ja so, wenn sowas mit mir gemacht wird, dann hast du das Gefühl, ja, ich bin erstmal eh nichts wert. Danke. Das ist Hanna. Mit ihr sind wir jetzt zum Tretbootfahren verabredet. Ich habe gerade ein komisches Gefühl. Echt? Ja. Warum? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Lea erzählt mir, dass sie das letzte Mal auf einem Tretboot war mit ihm. Kann ich mal ganz kurz aufs Boot und gucken, wie ich mich fühle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ich helfe dir mal. Angstattacken hat sie öfter. Gehen wir nach vorne? Manchmal riecht sie ihn sogar. Oh Gott. Über das, was sie erlebt hat, kann sie lange Zeit nicht reden. Nicht mit ihren Eltern, nicht mit Hannah, nicht mit der Polizei. Wenn beim Sport Menschen hinter ihr herlaufen, kriegt sie Panik. Wie ist es? Unwohl. Und immer wieder diese Flashbacks, wie sie hilflos da liegt. Wenn ich mich festhalte, ist alles in Ordnung. Können wir starten? Können wir. Sollen wir einfach ein bisschen treten und du chillst hier ein bisschen? Ja, ich tue einfach so, als wäre ich gar nicht da. Nee, du kannst schon so tun, als wärst du da. Lea, wie ist es? Jetzt ist es okay. Ja? Ja. Hast du Füße im Wasser? Ja. Okay. Warte mal, wie geht es hier so, gell? Ja. Und jetzt geradeaus, oder? Ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung. Wir müssen nach da! Hier auf dem See kommen wir mal kurz auf andere Gedanken. Das tut gut. Seit der Nacht macht sich Hannah große Vorwürfe. Sie war ja im Zimmer nebenan. Hannah fragt sich, warum sie ihrer Freundin nicht helfen konnte. Warum sie nicht schon gegangen sind, als er Hannah angefasst und später Lea gewürgt hat. Also ich kann es noch nicht so ganz verstehen. Frag. Also aus... Keine Scham. Oder, na, für mich wäre das der logischste Schritt, zu sagen, Alter, du hast mich hier gewürgt, ich gehe sofort und hol die Polizei. Aber in dem Moment denkst du nicht logisch. Also, na, ich kenne das jetzt, also wir hatten jetzt zum Beispiel in den letzten 2 Tagen sexuelle Belästigung in der Schule als Unterrichtsthema. Und da haben die erzählt, was man ja machen könnte, Prävention, bla bla bla. Und ich dachte mir, ey Leute, wenn das passiert, dann du kannst nichts machen. Wie bist du in dem Moment? Du stehst neben dir, du weißt nicht, was passiert. Das ist wie in Trance, als ob du einen schlechten Film gucken würdest. Warst du schon mal so richtig betrunken, dass du das Gefühl hattest, du hast über nichts mehr eine Kontrolle? Was? Ja. Wenn also, man so ein Gefühl hat, genau so habe ich da gestanden. Ich wusste nicht mehr, was ich tue. Ich wusste nicht, was ich da tue. Ich habe meinen Therapeuten gefragt, Herr Fitzner, wieso bin ich so? Wieso mache ich das und wieso bin ich so, wie ich bin? Wieso habe ich nicht anders gehandelt? Wieso ist das? Das ist doch unlogisch. Ja, Lea, die Psyche ist manchmal nicht logisch. Und seitdem nehme ich das hin. Ich habe es hingenommen. Die Psyche ist nicht logisch und ich kann mich nicht verstehen. Ich kann im Leben nicht nochmal nachvollziehen, wieso ich damals so gehandelt habe. Lea war in Schockstarre. Eine Psychologin erklärt es mir so. Der Körper hat für existenzbedrohende Situationen Schutzmechanismen parat. Kämpfen, fliehen oder eben totstellen. Opfer geben sich meist selbst die Schuld fürs Nichthandeln, weil sie es nicht verstehen. Weil sie nicht wissen, dass sie möglicherweise nicht aktiv handeln können. Der Körper automatisch reagiert. Wer das ausnutzt, ist laut Gesetz Täter. Als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich mal die Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, wer schon mal gegen den eigenen Willen begrapscht, bedrängt oder zum Sex gezwungen worden ist. Ich wurde nach dem Feiern gehen morgens von einem Mann angesprochen, so um die 40, mit Bart, der mich küssen wollte. Und als ich ihm gesagt habe, er soll weggehen, hat er mir Geld geboten, gesagt, sein Cousin hätte ein Casino. 10.000 Euro würde ich kriegen, wenn ich ihn küssen würde. Und dann habe ich ihn weggestoßen. Als ich zum Beispiel das letzte Mal mir einen Arsch gekrapscht wurde, der Moment, bis ich realisiert habe, was eigentlich gerade passiert, hat total lang gedauert. Okay, vielleicht war es nur ein Gedränge. Dann wurde ich nochmal an den Arsch gekrapscht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das kann nicht sein. Dieser Weg ist irgendwie so lang, bis man dann irgendwie realisiert. Und dann ist man irgendwie noch so halb geschockt, bis man dann was macht. Ist irgendwie die Situation meistens schon vorbei. Während eines One-Night-Stands merkte ich schnell, wie mir die Kontrolle entglitt und der Sex in eine andere Richtung ging, als ich es wollte. Er fixierte mich am Hals, würgte mich, drang auch anal in mich ein. Ich wehrte mich und er dachte, es gehört zum Spiel. Er war mir körperlich deutlich überlegen, ich war wehrlos. Also litt ich nach den Abwehrversuchen stumm. Es dauerte hinterher eine Zeit, bis ich begriff, was da gerade geschehen war. Gibt es irgendwas, was man aus der Erfahrung heraus sagen kann, so
geht verdammt direkt am nächsten Tag zum Arzt. Es gibt in Kliniken, in Notaufnahmen extra, so, dass das nachgewiesen werden kann, ob du vergewaltigt wurdest oder nicht. Und ich glaube, unser größter Fehler war, nicht direkt am nächsten Tag das zu melden und da ins Krankenhaus zu fahren oder sonst was. Ich meine, Lea war geschockt, ich war geschockt, ist verständlich, aber irgendwie musst du dich dann aufraffen, weil sonst hast du keine Chance. Auch Lea fehlen am Ende die Beweise, lese ich in den Unterlagen ihrer Anwältin. Anderthalb Monate später hatte sie ihn angezeigt. Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, es steht Aussage gegen Aussage. Der mutmaßliche Täter hat die Vorwürfe bei der Polizei bestritten, sein Freund die Aussage gestützt. Und der meinte halt, er sei dreimal ins Zimmer gekommen und hätte dreimal gecheckt und daraufhin, er hat halt gefragt, ist alles in Ordnung? Und ich hätte daraufhin eben dreimal bejaht. Das stimmt aber gar nicht, das ist so nie passiert, er ist nie ins Zimmer gekommen. Er war nie im Zimmer, nie! Wieso sagt er sowas? Natürlich, um seinen blöden Freund zu beschützen. Aber das ist doch kein Freund, wer sowas macht. Wieso beschützt man den denn? Verstehe ich nicht. Gerne hätte ich die Gegenseite gehört. Bis Redaktionsschluss konnten wir ihn nicht erreichen. Lea sagt, wer nicht bestraft wird, checkt nicht, dass er was falsch gemacht hat. Was könntest du heute, wenn du das Wissen von heute damals gehabt hättest, würdest du dich anders verhalten? Ja. Was würdest du machen? Ich würde sofort gehen. Wenn ich merke, der guckt mir auch nur schief an, dann gehe ich sofort. Wenn ich merke, irgendwas passt mir hier gar nicht und wenn der auch nur ein blödes Wort zu mir sagt, was mir nicht in Kram passt, auch wenn es als Witz gemeint war, dann gehe ich. Eine von 20 Frauen wird in Deutschland Opfer einer Vergewaltigung. Das ergibt eine EU-Studie aus dem Jahr 2014. Jede zehnte erlebt andere Formen sexueller Gewalt. Lea hatte den Mut, ihn anzuzeigen. Mut, den die meisten nicht haben. Der Fall von Lea hatte jetzt keine juristischen Konsequenzen. Und in Fällen von sexueller Nötigung, die sind häufig kompliziert. Und oft steht Aussage gegen Aussage. Aber umso wichtiger ist es, dass wir zuhören, dass wir die Geschichten ernst nehmen und dass wir drüber reden. Mir sind jetzt drei Sachen hängen geblieben, wie man sich in solchen Situationen, wenn man reingerät, verhält. Das erste ist, auf dieses Gefühl hören, nein, hier stimmt was nicht, hier fühlt sich was falsch an. Und da sich selbst zu vertrauen, im besten Fall Nein sagen oder eben gehen. Das zweite ist, falls man tatsächlich vergewaltigt worden ist, zum Arzt gehen, weil man auch selbst als Opfer auch als Beweis gilt, so schräg das klingen mag. Es gibt auch Stationen, da kann man hingehen und da werden die Daten 10 Jahre aufbewahrt, falls man jetzt gerade nicht anzeigen möchte, aber in Zukunft. Und das Dritte ist eben anzeigen. Und auch wenn man das Gefühl hat, ja, was bringt's denn? Ja, es bringt was, weil wenn ein Täter von verschiedenen Opfern angezeigt wird, dann verhärtet sich einfach der Verdacht. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, haben Männer und Frauen einen unterschiedlichen Blick auf das Thema? Ich würde mich freuen, wenn ihr sachlich kommentiert. Alle beleidigenden oder sexistischen Kommentare werden wir sofort löschen. Und falls euch das Thema interessiert, es gibt noch einen Beitrag von Auf Klo, der heißt Sexueller Missbrauch ohne Anzeige.